schön. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf jetzt seit knapp einem Jahr das Urheberrecht für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion mitbetreuen. Ich habe gelernt, erstens, es ist ein sehr komplexes Rechtsgebiet. Und zweitens, es gibt unzählige und meist unterschiedliche, gelegentlich auch ganz gegenläufige Interessen, die hier zusammenlaufen. Und es ist unsere Aufgabe als Gesetzgeber, hier einen gerechten Ausgleich zu finden. Das gilt für alle Gesetzgebungsvorhaben in diesem Bereich. Das ist uns, glaube ich, gelungen bei dem Verwertungsgesellschaftengesetz, dem ersten großen Vorhaben, das wir kürzlich zum Abschluss gebracht haben, wo wir es hinbekommen haben, einen guten Ausgleich zu finden zwischen den Interessen der Urheber auf der einen Seite, denen der Verwertungsgesellschaften und auch denen der Geräteindustrie auf der anderen Seite. Das Gleiche gilt für das Urhebervertragsrecht, das wir gerade beraten, wo wir eine Balance finden werden zwischen den Interessen der Urheber auf der einen Seite und denen der Verwerter auf der anderen Seite. Und ja, das muss auch für die Bildungs- und Wissenschaftsschranke geben, dem dritten großen Reformvorhaben, das in dieser Legislatur noch ansteht. Hier geht es darum, einen gerechten Ausgleich zu finden zwischen den Urhebern auf der einen Seite und den Nutzern wissenschaftlich geschützter Werke auf der anderen Seite. Da muss ich Ihnen sagen, Herr Gehring, hilft Ihr Antrag leider nicht weiter. Es ist gut, dass Sie ihn parallel einbringen zu den Beratungen über das Urhebervertragsrecht. Wir hatten gestern dazu die öffentliche Anhörung. Gegenstand dieser Anhörung war auch ein Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, in dem Sie explizit gesagt haben, Sie wollen eine Stärkung der Rechtsstellung der Urheber und eine angemessene Vergütung sicherstellen. Das wollen wir auch. Aber lieber Herr Gehring, wie passt das mit Ihrem heutigen Antrag zusammen? Gestern setzen Sie sich für die Rechte der Urheber ein und heute diskutieren wir hier einen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen, in dem die angemessene Vergütung der Urheber mit keinem Wort erwähnt wird. Sie müssen hier Farbe bekennen. Das, was Sie hier machen, das passt nicht zusammen und das werden wir Ihnen auch nicht durchgehen lassen. Und dabei will ich ganz klar sagen, auch wir wollen eine Wissenschaftsschranke noch in dieser Legislatur abschließen. Wir alle wissen wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, aus der Schule, aus der Universität, wie wichtig es ist, dass man Zugang zu Material für Forschung und Lehre hat und wie sehr man dabei auch auf die Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke angewiesen ist. Dabei hat sich durch die Digitalisierung vieles verändert, wahrscheinlich auch seit der Schulzeit von uns jüngeren Abgeordneten. All dem muss das Urheberrecht Rechnung tragen. Und da gibt es einiges zu tun. Die heutigen Regelungen sind nicht mehr praxistauglich und sie sind auch für die Rechtsanwender oft nur schwer durchschaubar. Aber dabei bleibt für uns auch klar, natürlich muss das Urheberrecht der Wissenschaft dienen. Aber das Urheberrecht muss vor allem erstmal den Urhebern dienen. Deswegen heißt das auch so. Der Urheber muss weiterhin im Mittelpunkt stehen. Das, was dort verwertet wird, es bleibt am Ende sein Werk, das auch durch das Eigentumsrecht aus Artikel 14 geschützt wird. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass wir uns dazu bekennen, dass der Urheber weiterhin im Mittelpunkt steht. Und ich will auch deutlich sagen, wir brauchen auch starke Wissenschaftsverlage. Die spielen bei der Finanzierung eine wichtige Rolle und sie spielen auch eine ganz wichtige Rolle bei der Qualitätssicherung und der Publikation. Für uns bedeutet das konkret, erstens, auch im Urheberrecht gilt weiterhin die Vertragsfreiheit. Deshalb müssen angemessene Lizenzangebote weiterhin Vorrang haben. Und zweitens bedeutet das für uns, dass die Regelung, die wir hier finden werden, so differenziert sein muss, wie die Wissenschaftslandschaft insgesamt ist. Es macht einen großen Unterschied, ob wir ein Werk haben, das in den verschiedenen Stadien durch staatliche Mittel gefördert wird oder ob wir auf der anderen Seite eine Visualisierung von hochkomplexen naturwissenschaftlichen Vorgaben haben, die mit viel Investitionen verbunden ist und sich am Ende auch amortisieren muss. Und lassen Sie uns dabei nicht vergessen, all das, was wir im Moment im Urheberrecht regeln, findet in einer sehr sensiblen Zeit statt. Viele Verlage sind völlig unverschuldet durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesgerichtshofs in eine schwierige und teilweise existenzbedrohende
Situation gekommen. Und ich glaube, es ist gut, dass bevor wir weitere Schritte unternehmen, wir hier als Gesetzgeber unsere Hausaufgaben machen und an dieser Stelle Abhilfe schaffen. Ich komme zum Schluss. Wir wollen eine Wissenschaftsschranke einführen. Aber Ihr Antrag ist einseitig, er ist undifferenziert und er vergisst diejenigen, die im Mittelpunkt des Urheberrechts stehen, nämlich die Urheber selbst. Das wäre der Weg in eine rein staatlich finanzierte Publikationslandschaft, die wir nicht wollen. Es ist gut, wenn wir diesen Antrag heute mit großer Mehrheit ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Dr. Petra Sitte, Fraktion Die Linke.